Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Hunger Games auf dem The Hive Server. Ihr kennt's bestimmt und ohne Shader dank der 1.5. Ich kann jetzt Treppen hochrennen. Ich genieße es. Ja, also wir sehen uns dann nach dem Intro und dann geht's los. Und es geht weiter mit der zweiten Runde Hunger Games. Hoffentlich diesmal mit irgendeiner Auseinandersetzung. Weil im letzten Mal hatte ich ja irgendwie so einen kleinen Fail. Oh, ich krieg ein Steinschwert. Haha, Steinschwert. Wo ist mein Kalt? Ich werde dich töten, okay? Also diesmal ein bisschen spannendere Runde, wie man wohl sehen sollte. Die goldene Laterne werde ich vernichten. Fuck you. Ach ja, schön Schuhe. So, hier ist eine Angel, eine Steinaxt und ein Steinschwert. Ich würde mal sagen, die Runde wird ein bisschen praktischer. Ich werde einfach versuchen, alles zu töten, was mir irgendwie über die Leber gelaufen ist. Mal gucken, was könnte ich denn hier. Ich glaube, ich gehe mal hier entlang. Obwohl, dieses Gebäude sieht groß und vielversprechend aus. Ah ja, das kenne ich auch schon. Hier war ich mit dem Sipi, glaube ich, schon mal. Obwohl, nein, das hier ist völlig neu für mich. Hoffentlich sind hier irgendwo Pisten versteckt. Denn Pisten sind gut und gut sind Pistens. Da. Du hast ein Neuschwert, fick dich wirklich. Boah, wenn ich jetzt drauf gehe, mich echt beleidigt. Ach ja, schon wieder irgendwas Gutes. Hier, deshalb bin ich hier ziemlich gut drauf. Meine ganzen Kampf-Items kommen noch da und der Rest lege ich ins Inventar. Ich will ein bisschen was zu essen finden. Wird spannend, ob ich irgendwas zu essen finde. Da will ich nicht runter. Ich glaube, ich nehme lieber die Treppe. So, zivilisierte Menschen tun das ja. Und ich versuche jetzt mal ein bisschen zivilisierter an die Sache ranzugehen, denn zivilisiert sein ist zivilisiert und zivilisiert ist gut. Zumindest schätze ich das mal. Wenn zivilisiert sein nicht gut ist, dann ziehe ich morgen aus. Ja. Damit hätten wir das schon mal geklärt. Und jetzt bin ich wieder unten. Jetzt brauche ich immer noch was zu essen. Ich nehme nicht, dass man mit einem Steak und einem Fisch gut über die Runden kommt. Ich glaube, in dem Haus müsste es was geben. Ja. Ja, da geht's nach oben. Nach oben ist immer gut. So Hochhäuser erkunden und so. Ich weiß ja, das ist schon leer. Das ist ziemlich offensichtlich, das Ding hier. Oh, noch ein Steinschwert und ein Helm. Boah, jetzt fühle ich mich voll auf der Power hier mit ein bisschen Rüstung und ein bisschen was zu essen und ein bisschen gute Waffe. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal zu dem Haus, wo ich vorher schon drin war, wenn ich es wieder finde. Ich schätze mal, es war das hier. Oder war das Fail-Haus? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Hoffentlich komme ich mit einem Fisch und einem Steak. Fischsteak und Hühnchen. Hühnchen ist immer so eine schöne Sache. Die laufen hier rum und werden getötet. Ja, ein unzivilisiertes Hühnchen. Hätte sich wohl besser zivilisieren sollen. Und ich habe Pilze. Wenn ich jetzt eine Schale finde, bin ich reich. Ja, so viel dazu. Und jetzt gehe ich in dieses... Oh, Pilz. Ich lasse mich ziemlich leicht ablenken. Müsste man hier ja sehen. Ich glaube, ich habe so einen Pilz liegen lassen, aber dieses Haus hier ist zu schön, um nicht reinzugehen. Vorher an Hunger zu sterben. Auf jeden Fall wird das wahrscheinlich eine ziemlich lange Runde, da ich den Anfang überlebt habe und ausgerüstet bin. Naja, mittelmäßig gut ausgerüstet bin. Ich hoffe mal, jetzt kommt nicht irgend so ein Typ und tötet mich, weil ich mich an Essen von mir esse, weil ich damit zu sparsam bin. Auf jeden Fall möchte ich es erst essen, wenn ich ja wirklich essen muss. Da ging's... Ah ja, das ist das gute Haus hier. Da muss ich jetzt ganz nach oben kommen. Aber wenn ich fahre jetzt schon wieder runter. Dann wäre ich ziemlich jauer. Ah, da geht's nach oben. Ich nenne es jetzt mal mit Sipi Spiel zusammen Haus. Okay, dafür wird mich Sipi wahrscheinlich töten. Ich nenne ihn ganz nett Sipi. Und der wird mich töten. So ungefähr dreimal. Danach ist er glücklich. Und klont mich und tötet mich nochmal, damit er wieder glücklich sein kann.
Okay, da geht's nicht nach oben. Also, ja. Ich habe wieder die Treppe verpeilt. Also Treppen laufen durch generell nicht oft. Ich kletter lieber an Bäumen hoch, die draußen herumwuchern. Weil Treppen laufen, das ist nicht so mein Ding. Das mache ich nicht gerne. Ich meine, wer läuft schon Treppen? Das werden bestimmt einige nicht nachvollziehen können, dass man nicht gerne Treppen läuft, aber ja, ich mag das einfach nicht. Das gefällt mir einfach nicht. I don't enjoy it. Komm schon, bitte gib mir einen Weg nach oben. Komm schon, das muss doch irgendwie möglich sein, hier nach oben zu kommen. Ich möchte wieder an die Lianen grippieren. Komm schon, das muss doch jetzt ein Weg nach oben sein, ja? Nein. Da sind die Lianen des Todes. Ah, da ist ein anderer Weg, ein sicherer Weg. Oh, Sepi, warum hast du mir das denn nicht gezeigt, ey? Das finde ich voll assi von dir. So, jetzt bin ich weiter oben. Jetzt gehen noch die Treppen weiter. Ich kenne mich jetzt schon ein bisschen in diesem Haus hier aus. Oh, er ist gefallen. Ach, jetzt sind es noch 8 Leute hier. Ich bin einer von den ich bin einer der Top 8. Also nicht unter der Top 10. Boah, ich bin unter der Top 10. Von 24. Das bedeutet 24 geteilt durch 3 mal 75. Nein. Nein. Ich bin ein Illuminat. Oh, wie komme ich jetzt weiter? Okay, hoffentlich nicht wieder Lianen. Ich mag die Lianen einfach nicht. Genauso wenig, wie ich Treppen mag, aber Treppen mag ich noch ein bisschen weniger. Das muss doch irgendwie... Hier kann ich doch, oder? Nein, verdammt. Dammit. Ja, meine Jump'n'Run-Skills hier. Na gut, ich probier's lieber gar nicht erst. Genauso viel wie meine Lianen-Skills. Ja, da könnte ich ja hoch. Es sieht aus, als wäre es möglich. Obwohl. Ich habe das Gefühl, hier geht es eindeutig leichter hoch. Nicht runterfallen. Ach gut, ich bin oben. Zumindest ein Stückchen weiter. Boah, warum ist hier denn nirgendwo was? Das finde ich voll gemein. Komm schon, kletter noch ein Stückchen. Och Mann. Okay, ich habe das Gefühl, ich werde wieder an Fallschaden sterben. Einfach so. Wie komme ich denn jetzt hier nur weiter hoch? Die nächsten Etagen sind alle ziemlich ziemlich... Wie nennt man... Egal. Das Haus ist allgemein scheiße. Ach ja, stimmt, ich bin ja mit CP wieder hier rausgegangen. Indem ich hier runtergeklettert bin und dann in ein anderes Haus rein. Und CP ist dabei gestorben. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder und dann bin ich zu dem Strand gelaufen. Nein. Brav. Gut gemacht, Steve. Da unten ist einer. Also da unten ist ein Ding. Ich weiß gar nicht, ob Optifine hier erlaubt ist, aber hoffentlich ist es erlaubt. Das wäre sonst ziemlich fatal für mich. Weil ich meine, wer erlaubt Optifine nicht? Das würde sehr pingelig sein. Oh, ich muss aber aufpassen. Auf einen kleinen Steinschwert, das soll mir nicht mit dem Kampf kaputt gehen. Ich meine, Steinschwert, wir sind beste Freunde. Stimmt's, Steinschwert? Ja. Ich hoffe mal, das hätte euch jetzt nicht irgendwie traumatisiert. Wenn ja, werdet euch bei meinem Psychiater, der ist ziemlich gut, kann ich nur weiterempfehlen. Denn der ist ziemlich guter Psychiater. Könnt ihr ja an mir sehen. Ich bin völlig normal. Jetzt gehen wir erstmal diese Steine hier entlang und was findet ihr eigentlich? Also ich benutze Sparks per PDCraft, weil ich jetzt kein anderes 1.5er Texture Pack gefunden habe. Ich wette, es gibt noch tonnenweise andere, aber ich dachte einfach mal so, dass das schön ist. Ja, sah auch schön aus. Oh, ein Schaf. Ah, die bringen leider eine Wolle. Oh Mist, ich kann ja gar nicht mehr sprinten. Ja. So viel zum Sprinten mit 3 Hunger. Da hinten muss ich hin. Das ist das Haus, da war ich mit CP auch schon. Da war er aber schon tot. Da kenne ich jetzt nämlich so einen super coolen Weg, also so einen super tollen Weg. Da gibt es 4 Kisten oder 5 Kisten. Da bin ich mit unter die Top 5 oder so gekommen. Ich bin unter den 5. Es gibt 13 Spectator. Das ist immer eine Anzahl. Ich frage mich, ob ich gerade spectated werde. Mit meiner unglaublichen Ultra-Ausrüstung, die so overpowered ist, dass niemand anderes sie kriegen kann.
Oh, es wäre, glaube ich, taktisch klüger gewesen, das Essen zu essen, solange ich noch meinen Hunger hätte, also mein Leben hätte regenerieren können. Ja, so viel zu Taktik. Und die schreiben wir jetzt auch gleich ab mit Zivilisation. Ist jetzt auf meiner Blacklist. Naja, hier, ich jump ran. Profi. Ihr hättet jetzt gedacht, ich sag Pro, aber nee, sowas sag ich nicht. Ich esse mal ganz kurz, sonst ziemlich kritisch. Naja, Leben regeneriere ich nicht, aber mein ganzes Essen ist jetzt weg. Super. Oh, noch 20 Minuten. Jetzt muss ich hier erstmal lang schwimmen. Ich glaube, jemand wird unter den Zuschauern wahrscheinlich die Map hier schon kennen. Der weiß jetzt wahrscheinlich, was ich vorhab. Der ist ganz schlau und weiß schon genau, wo ich hin will. Ich hoffe, ich kriege vor dem Deathmatch noch was zu essen. Das wäre sonst ziemlich... Oh, ich habe hier noch ein Hühnchen. Hühnchen. Och man, hätte ich das doch nur früher gegessen. Jetzt weniger Hungerfall, hätte ich jetzt Leben regenerieren können. Okay, für mich ist jetzt jeder einzelne Schlag ein Todesschlag. Ein bisschen blöd. Das habe ich natürlich nur gemacht, um die Spannung aufrecht zu erhalten. Hust. Hust. Hust, hust, hust. Ja. Jetzt essen wir erstmal Pilze. Kann man in Minecraft auch roh essen. Seit dem 1.5er Update. Ja, das ist völlig logisch. Really logical. Genauso wie logical, wie Adams logical brain. Wer es nicht kennt, der kennt nicht. Jetzt kurz hier vorbei. Da oben gibt es dann nämlich eine Kiste und wenn runter geht, gibt es auf dem Weg, glaube ich, 4 oder 5 Kisten. Oh fuck, noch 60 Sekunden. Das kommt mir jetzt irgendwie ziemlich kurz vor. Wenn meine Folge wirklich so lang war. Bin ich jetzt froh, darüber so eine lange Folge gehabt zu haben. Hoffentlich schaffe ich es noch irgendwie was zu kriegen. Was zu essen, meine ich jetzt. Nein! Damit bin ich vernichtet. Im Arena Deathmatch kriegt man, glaube ich, kein neues Essen oder Leben aufgefüllt. Ist jetzt ein bisschen schade. Denn jetzt wäre ich an den Kisten dran. Ja, weil wenn man jetzt hier runter geht, findet man unten drin nochmal 3 Kisten, glaube ich, sind es. 3 oder 4. Ich glaube, beim nächsten Mal gehe ich direkt hier lang. Denn das ist einfach nur so ein krasser Weg hier unten. Das müsst ihr euch reinziehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Hier links, 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 links. Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Nein, 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 nein. Nein, man kriegt kein neues Leben. Weg hier. Nein, nein, nein. Alter, die bekämpft mich da hinten. Ich habe mich da erstmal ganz dezent raus. Die sind alle viel besser ausgerüstet als ich. Ich warte auf den, der am letzten übrig bleibt. Nein, letztlich hat mich ausgewählt. Nein, 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 nein. Den Held muss ich töten. Ich werde ihn als mein Opfer wählen. Denn ich bin sowas von OP, dass ich den wahrscheinlich töten werde mit meinem halben kleinen Leben. Nein, nicht lang. Oh, schade. Schade, schade, schade. Wir sehen uns dann nächstes Mal. Bye, bye.